Czornowitz bei Bitterfeld. Die historische Kraftwerkssiedlung. Im Prinzip war das Kraftwerk der Dreh- und Angelpunkt. Also es war schon weltweit ein bedeutendes Werk. Meine Jungs wussten ganz genau, wenn es hupt, ist es um die Zeit, dass sie nach Hause müssen. Die Kraftwerker von Czornowitz. Sie treffen sich noch immer. Jeden Mittwoch. Denken zurück an die alten Zeiten, als die Werkssirene des Kraftwerks den Rhythmus des Ortes prägte. Also das ganze Dorf wusste Bescheid über die Uhrzeiten, ja. Weil ja das immer, sagen wir mal, Schichtbeginn 5:45. Dann hat sie das erste Mal gehupt. Dann 9:30. Frühstück, ja. Um 10 Frühstück zu Ende. Die ging auch sonntags 12 sonntags, Uhr. Hat die wenn gehudert. Ich denn in der Zentrale war, musste ich die immer testen. Ja. Und dann ist es auch mal passiert, dass er hängen geblieben ist. Oh, wie kriegst du schnell die Schaltwarte angerufen? Die Werkssirene, die riesigen Schornsteine. Sie gehörten zu Czornowitz wie das ständige Brummen der Maschinen. Und wenn sich das Geräusch verändert hat, dann war allen Kraftwerkern klar, etwas ist nicht in Ordnung. Und da hat man sofort die Ohren hochgestellt, oh, was könnte wieder los sein. Ich kann mich erinnern an die Jugendweihefeier unseres Jungen. Wir saßen im Garten und auf einmal habe ich gesagt, jetzt ist was passiert im Kraftwerk. Reingerannt, nur und dann am nächsten Tag, am Montag um 12 Uhr, war ich wieder zu Hause. Die ehemaligen Kraftwerker werden uns mitnehmen auf eine Reise durch ihren Ort und die Geschichte des einstmals größten Braunkohlekraftwerks der Welt. Czornowitz, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ein kleines Dorf in der Nähe von Bitterfeld. Rund 250 Menschen leben hier zu dieser Zeit. Dann bekommt die Region einen wirtschaftlichen Schub durch die Rüstungsindustrie. Fabriken entstehen, auch um Sprengstoff herzustellen für den Ersten Weltkrieg. Dafür wird Strom gebraucht, viel Strom. Czornowitz liegt da günstig, mitten in Deutschland, umgeben von Braunkohle. Gleich neben Czornowitz der Tagebau Golpa. Kühlwasser kommt aus der Mulde. Ein idealer Standort für ein Großkraftwerk. Nur 4 Wochen dauert es, bis der Bauantrag genehmigt ist. Innerhalb weniger Monate entsteht ein gigantisches Kohlekraftwerk. Schon im Dezember 1915 geht es ans Netz. Manfred Rabe, langjähriger Betriebsleiter, erkennt das Werk und dessen Geschichte. Die Eile des Baus ergab sich aus der politischen Entwicklung, begründet durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Nach dem Ersten Weltkrieg brechen die goldenen 20er an. Czornowitz sorgt für Bewegung, vor allem in der Hauptstadt. In Berlin rattern die Straßenbahnen durch die Nacht. Die Leuchtreklamen strahlen. Möglich macht das Kohlestrom aus dem 150 Kilometer entfernten Czornowitz. Das Kraftwerk Czornowitz ist das weltweit größte seiner Zeit. Es steht für eine neue Ära, die zentrale Energieversorgung über Großkraftwerke. Weil in Czornowitz so viel an technischer Entwicklung geboten werden konnte, war es sogar ein Standort der Weltkraftkonferenz im Jahr 1929. Und die haben sich mit großer Begeisterung und Bewunderung das Kraftwerk Czornowitz angesehen. Also es war schon weltweit ein bedeutendes Werk zu dieser Zeit. Musik.
Die Werkssiedlung. Eine Mustersiedlung für die 20er Jahre. Mit dem Bau des Kraftwerks wird sie von Architekten am Reißbrett entworfen. Denn die vielen Arbeitskräfte für das Kraftwerk brauchen Platz zum Wohnen. Menschen aus ganz Deutschland ziehen nach Czornowitz. Von 1910 bis 1920 verzehnfacht sich die Einwohnerzahl. Neben Häusern und Wohnungen wird eine neue Schule gebaut, ein Clubhaus. Leben und Arbeiten, familienfreundlich, zukunftsweisend, ohne weite Wege. Das Dorf, also die Kolonie bis auf das alte Dorf, ist ja praktisch um das Kraftwerk rum gebaut worden. Es war ja erst das Kraftwerk da und dann sind die Häuser gebaut worden, was weiß ich denn, bis zur katholischen Kirche und das Clubhaus und das Kaufhaus. Das ist ja alles um das Kraftwerk rumgebaut worden. Die Siedlung wächst. Und auch das Kraftwerk wird erweitert. Als die Nazis an die Macht kommen, wird die Rüstungsindustrie wieder hochgefahren. Das Kraftwerk Czornowitz hat eine Schlüsselfunktion für die mitteldeutsche Kriegswirtschaft und wird damit im Zweiten Weltkrieg auch zum Ziel von alliierten Bombern. Es gab zwei Angriffe, aber die haben keine wesentlichen Auswirkungen auf die Stromproduktion gehabt und konnten in kurzen Zeitabständen dann wieder ausgeglichen werden und die Stromproduktion ging in vollem Umfang weiter. Das Kraftwerk Czornowitz nach dem Krieg. Die Maschinen laufen unter voller Last. Die Kraftwerker produzieren Strom für den Wiederaufbau. Auch in den Kohlegruben wird geschuftet. Neue Tagebaue werden aufgeschlossen. Tagebau Neuaufschluss Golpa Nord bei Gräfenhainichen. Gestern Nachmittag konnte hier 4 Tage vor dem Staatsplantermin die erste Kohle gefördert werden. Horst Sindermann, Kandidat des Politbüros und erster Sekretär der Bezirksleitung Halle der SED, dankte den Kumpeln für ihre großartigen Leistungen. Täglich sollen 10.000 Tonnen Rohbraunkohle den Tagebau Golpa Nord verlassen. Die Vorräte reichen hier etwa bis zum Jahre 1990. Der Energiebedarf der DDR wächst. Eine Alternative zur Braunkohle gibt es nicht. Sie hält das Land unter Strom. Züge bringen die Kohle aus der Grube ins Werk. Dort wandert sie direkt in die Öfen. Der Strom aus Czornowitz und den mitteldeutschen Kraftwerken ist nicht nur für die direkte Umgebung wichtig, wie dieser DEFA-Film von 1948 belegt. Trotz großen Verbrauchs im eigenen Versorgungsgebiet sind die Kraftwerke Sachsen-Anhalts darüber hinaus noch in der Lage, Strom nach Berlin, Thüringen, Land Sachsen und die Westzone abzugeben. Damit wird Sachsen-Anhalt zu einem wichtigen Faktor für den Aufbau des Wirtschaftslebens Deutschlands. Die großen Zeiten der Stromproduktion in Czornowitz. An sie erinnern sich die Kraftwerker gerne zurück. Voller Selbstbewusstsein und Stolz. Das untereinander unterstützen und helfen, das war hier das oberste Gebot. Das sieht man auch daran, dass ein Kraftwerker nie zur Schicht gegangen ist, der ist immer zum Dienst gegangen. Und das sagt ja im Grunde genommen schon alles aus. Dienst, nicht Schicht. Die Arbeit im Kraftwerk ist nicht einfach nur ein Broterwerb. Das geht auch anderen Kraftwerkern so. Martina Schön, heute Ortsbürgermeisterin von Czornowitz. Sie kommt 1975 in den Ort als studierte Kraftwerkstechnikerin. Es ist ja immer spannend zu erleben, wie aus der Kohle Strom wird. Und das hat mich schon immer interessiert. Das ist ja was Spannendes gewesen. Und so bin ich eben hier in dieser Gegend gelandet. Dienst, nicht Schicht. Die Arbeit an den Turbinen im Kraftwerk ist eine große Verantwortung. Die Kontrolle über sie haben oft Frauen. Sie sorgen auch für die damals viel zitierte Kultur am Arbeitsplatz. Hannelore Vogt,
Sie war Chefin auf den Baustellen im Kraftwerk. Ich hatte schon eine Vorgängerin, die hier gearbeitet hat in der Wärmewirtschaft. Und ansonsten habe ich mir auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Also da war ich schon kiebig. Da habe ich schon aufgepasst, dass mir niemand hier über den Mund fährt. Ja, es ging. Ja, in den ersten 3-4 Tagen, dann haben sich alle dran gewöhnt, dass ich das Sagen habe. Die schwere körperliche Arbeit im Kraftwerk ist Aufgabe der Männer. Die Kohle für das Kraftwerk kommt aus der Grube Golpa Nord. Rund um die Uhr sind die Männer hier im Einsatz, um das Kraftwerk permanent mit frischer Kohle zu versorgen. Jeden Tag, jede Nacht, bei Wind und Wetter. Damit das Licht nicht ausgeht und die Fabriken produzieren können. Stromproduktion in der DDR. Ein Kampf gegen die Jahreszeiten. Ein ständiges Improvisieren. Trotz des extrem aufgeweichten Bodens und dem dadurch bedingten Absacken der Gleisanlagen und Technik sicherten auch heute die rund 1300 Kumpel die Versorgung der beiden Kraftwerke Fockerode und Schornewitz. Mit der eisigen Kälte kamen heiße Tage für die Kumpel in der Braunkohle. Bilder von heute Nachmittag aus dem Tagebau Kolba Nord, die für die Gesamtsituation sprechen. Jeder Mann wird jetzt gebraucht und ungewöhnliche Bedingungen verlangen ungewöhnliche Methoden. Minus 15 Grad am Tage, minus 25 in der Nacht, da helfen nur noch Sprengladungen gegen den steinharten Frostboden. Gemeinsam ist es bisher uns gelungen, die Versorgungssicherheit der Kraftwerke Schornewitz und Fockerode zu gewährleisten, die Bunker in entsprechenden Normativen zu halten. Und wir sind auch davon überzeugt, dass wir auch in den nächsten Tagen und Wochen auf alle Fälle unser Bergmannswort bestehen werden und unsere Leistung entsprechend der Anforderungen bringen werden. Arbeiten, leben. Das Kraftwerk bestimmt den Alltag der Czornewitzer, auch nach dem Dienst. Ein Feierabendbier mit den Kollegen, Familienfeiern. Das Clubhaus ist lange der Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens in Czornewitz. Von dem Glanz von früher ist heute nicht mehr viel zu sehen. Dann machen wir mal so eine klassische Meldeabstimmung. Wer hat hier schon mal drin gefeiert in dem Haus? Wer hat nicht gefeiert? Sportveranstaltungen. Hier im Clubhaus war eigentlich viel los, sage ich so. Unter anderem habe ich hier geheiratet. Wo? 1966. Wo? Ja, da drinnen? Hier im Clubhaus habe ich geheiratet. Jawohl. Ja. Und hier habe ich auch meine Frau kennengelernt. Im Clubhaus, denn hier war ja immer Jugendtanz. Und hier. Clubhaus war jede Woche. Das war echt spitze, ich sag's einfach so. Das Schönste war am 1. Mai demonstrieren. Alles marschiert hier vorbei und Abordnungen müssen schon mal rein Tische besetzen. Im Kraftwerk Czornewitz bröckelt die Substanz. Der Werksfotograf Siegfried Schmeer dokumentiert in den 80ern den Zustand der Anlagen. Wie an vielen Orten in der DDR, auch hier. Verfall und Mangelwirtschaft. Noch immer eng verbunden. Es wäre dieses Jahr 100 Jahre alt geworden. Und dieses wollen wir zum Anlass nehmen auf die Zukunft unseres Ortes und hoffentlich auf eine Zukunft unseres Kraftwerksindustriedenkmals anstoßen. Auf unsere museale Einrichtung. Ja, auf dass unsere 20 Jahre Arbeit nicht umsonst.